Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen habe zu Deckelrim zu einem Part. Pokémon Mystery Dungeon, Ratatim DX mit dem Zwergenfürst und mit Mordev. Morgen, Zwergi, hast du gut geschlafen? Na dann, machen wir uns auf den Weg zum Donnerberg, um Tengu das zu retten. Aber Susanna hatte uns ja geraten, uns vorher gründlich vorzubereiten. Was meinst du? Wollen wir trotzdem sofort zum Donnerberg gehen oder warten wir noch? Deine Entscheidung liegt bei dir. Aber was auch immer wir heute tun, lass uns unser Bestes geben. Ja, das ist der Plan. Erstmal den überfüllten Postkasten öffnen. Briefkasten. Der quillt schon hier aus allen Enden. Okay, seltsame Höhle. Ja, das können wir jetzt leider nicht annehmen. Zurückstellen. So, könnten wir jetzt Übungen machen, aber ich habe da was anderes geplant. Ich habe doch, wenn ich die nicht irgendwo mal in einem Dungeon verloren habe, noch ein paar Tickets, oder? Intensivtraining. Dieses Training kannst du absolvieren, indem du ein Intensivticket gibst. Je hochwertiger das Ticket, desto effektiver wird das Training sein. Also gut, dann wähle mal aus, was du für ein Ticket einsetzen willst. Okay, wir haben drei Standard-Intensivtickets. Da gibt es auch noch ein Intensivticket A und Intensivticket S. Viele EP, besonders viele EP, extrem viele EP. Trainingsdauern Sekunden, 50 Sekunden, okay, ja. Gut, ich glaube, das wird jetzt keine Partlänge annehmen. Deshalb können wir es mal machen. Na dann, mit Zwergi, warum nicht? Möchtest du, dass Zwergi ein Feuertraining absolviert? Aber unbedingt. Dann nichts mit los. Starten wir gleich mit dem Intensivtraining. Feuertraining. Da gibt es viele EP für. Besiege deine Gegner vor Ablauf des Zeitlimits. Wenn du sehr effektive Attacken einsetzt, erhältst du besonders viele Erfahrungspunkte. Kümmere dich nicht um Kleinigkeiten, stürze dich kopfüber ins Intensivtraining. Hier gelten besondere Regeln. Du kannst dich zum Beispiel nur mit hoher Geschwindigkeit fortbewegen und dich außerdem selbst ohne Belebersamen beliebig oft wiederbeleben lassen. Aktiviere die L Taste automatische Fortbewegung und begib dich auf die Gegnersuche um jede Menge. Ja, das Training beginnt. Verfehlt, oh Mann. Ich bin jetzt schon gleich im Eimer. Ja, gut. Zum Glück kann ich mich schon wiederbeleben. Wir sollten hier vielleicht auch mal andere Attacken ausprobieren. Na komm, wie war das noch gleich? Funkenflug. Ja, normalerweise wähle ich das ja nicht aus, sondern ich lasse es gleich einfach drauf ankommen. Und lass ihn einer auswählen. Oh wei, ach du Schande. Monsterräume sind gefährliche Räume, in denen viele Gegner erscheinen. Da sie zudem mit Fallen gespickt sind, ist dort äußerste Vorsicht geboten. Wenn du einen Monsterraum findest, solltest du Ruhe bewahren und dir überlegen, ob du nicht lieber sofort wieder kehrt machst. Genau das habe ich jetzt vor. Nicht sofort kehrt machen. Ende nach der Reihe. Stellt sich bitte jeder hinten an. Ende. Was? Gibt's doch gar nicht. Wie viele Gegner haben wir jetzt besiegt? Dann wäre das Training geschafft. Du kannst stolz auf dich sein. Möchtest du weiter trainieren? Ja, warum nicht? Zwei haben wir ja noch. Dann können wir mal Mordi. Möchte das Mordev ein Kampftraining absolviert? Da nichts los, starten wir gleich ein Intensivtraining. Gut, das Ganze nochmal mit Mordi. Viele EP. Und dann wahrscheinlich mit Prof. Oh, das sieht schon ein bisschen anders aus. Das Training nimmt. Das Zeitlimit habe ich ganz vergessen, dass ich in Pokémon Generation nicht gespielt habe. Tanier ist jetzt hier in Pokémon Mystery Dungeon. Und guck mal, was ich hab's wirklich, also das ist, glaube ich, seit der vierten Generation wirklich nicht wirklich neu aufgetaucht. Also das ist, muss ich schon sagen. Nee, vergiss Brüller.
Jo. Damit wäre das Training geschafft. Du kannst stolz auf dich sein. Willst du weiter trainieren? Nein, ich habe kein dickes mehr. So, hervorragend. Ja, das wollte ich euch noch zeigen. Ich habe jetzt hier offscreen das Probetraining gemacht. Ja, das habe ich offscreen alles durchgemacht. Da kriegt man hier bei Items einsetzen. 3 Intensivtickets. Ja. Haben wir es auch mal ausprobiert. Nicht grundverkehrt. Oh, die haben wir doch gerettet. Ich bin froh, dass du wieder Dienstkleid bist. Danke, aber dafür steckt Tingolist jetzt in Schwierigkeiten. Und das nur, weil er mich retten wollte. Hoffentlich geht es ihm gut. Naja, wir werden ihn jetzt retten. Was haben wir für Items mit dabei? Da sollten wir uns vielleicht was mitnehmen. Zum Kangama-Lager gehen. Und hier ein bisschen was abholen. Gut. Hier noch was zu kaufen. Items kaufen. Was ich jetzt mal ausprobieren würde, ob wir die auch anziehen können. Hier die. Hier das Goldband. Wegwerfen. Teuer verkaufen können wir das. Ja gut, dann verkaufen wir es mal teuer. Auch nicht schlecht. So, Donnerberg, auf geht's. Wagen wir uns hinein. Strahlberg, Finsterforst. Ja, da gibt's diese super Gegner. Donnerberg, da wollen wir hin. Versuchen muss, in der Hoffnung, dass wir da nicht wieder 100 Mal sterben. Der letzte Part war ja ein Krampf. Wir sind hier wohl am Fuß des Donnerberges. Ich frage mich, ob sich Simsalast bereits auf den Weg gemacht hat. Zapdos. Das wird kein Zuckerschlecken. Mir schlottern schon die Knie. Aber ich darf mich von sowas nicht aus der Fassung bringen lassen. Immerhin haben wir eine Aufgabe. Da steht, immerhin haben wir eine Aufgabe. Übersetzungsfehler. Und die lautet, rettet Tingolist. Zwecki geben wir unser Bestes. Ich gebe immer mein Bestes. Ständig. Ohne Unterlass. Aber manchmal ist mein Bestes halt nicht gut genug. Gut, strengen wir uns an, dass wir halt hier nicht komplett untergehen. Nicht wie im letzten Part wieder 5-mal sterben, bevor wir ans Ziel kommen. So, Steine werfen kann man auch. Das kann ganz intensiv sein. Effektiv sein. Auwei. Was geht denn hier ab? Oh nein. Sinnebeere, ja unbedingt. Das fängt ja schon super an. Mordi, heile dich. Auf. Ach, verdammte. Was ist das? Sind wir jetzt schon minimiert? Was läuft denn hier? Sind wir wirklich so schwach? Sind wir auf E1 schon verkacken? Ja, Mai. Jetzt haben wir hier schon alle Items aufgebraucht oder was? Bevor wir uns ganz oben ankommen. Also wollen wir noch trainieren gehen in den anderen? Wenn wir jetzt hier schon scheitern. Das kann doch nicht die Wahrheit sein. Na komm, brenne. Ja, viele haben wir nicht mehr übrig hier. Meine Fresse. Na komm. Brenne. Tuska möchte meinem Team beitreten. Ja, unbedingt. 015. Ob wir das durchbringen, ist die andere Frage. Es gibt den Camp. Ja, da bräuchten wir jetzt das Ding hier, das. Den Knull of Orb. In der E2, ich vermute mal, das wird jetzt hier noch ein paar weitere Ebenen haben. Müssen wir hier taktisch ein bisschen planen. Dass wir hier nicht alle drauf gehen. Man kann hier neue anwerben. Auch kampfunfähige Leute kann man ja ins Team einladen, wenn man die findet. Hier ist zum Glück gleich die Treppe. Ohne zu helfen, ja genau. Weitergehen. Man kann, glaube ich, habe gehört, bis zu 8 Leute kann man mit sich rumschleppen.
man seine Teammitglieder schon verloren hat. Naja, ein Teammitglied, ein Standard-Teammitglied muss schon mit dabei sein. Also zwei gute Modi. Nidoran, nehmen wir alle mit. Das ist jetzt, wer dann letztendlich dem Team beitreten kann, das ist dann die andere Frage. Das ist noch kein Camp, in dem sich Nidoran niederlassen könnte. Ja, das müssen wir ändern. Da müssen wir mal zur Knüllhof gehen und unser ganzes Geld für ausgeben. Die haben ja jetzt 7.000 auf dem Konto. Na komm, lass dich nicht so einfach besiegen. Die Gegner werden hier immer stärker. Aber das kann es doch nicht sein. Neues Level. Levelaufstieg für Zwergi. Zum Glück wird durchs Rennen unser Level auch ein bisschen... Nicht unser Level, sondern... Oh Mann. Na komm, Nidoran. Modif hat bemerkt, dass sein Mitstreiter vergiftet ist. Oh, jetzt habe ich das... Ja gut, das war jetzt scheiße. Jetzt hätte ich die Beere einsetzen sollen. Modi, bist du noch bei mir? Da ist die Leiter, die Treppe, die Tür. Ja, Pfirsichbeere. Und hoch hier. E4. Okay. Sachte weiter fortsetzen. Der Kampf gegen das Zapdos, das wird bestimmt auch nicht einfach. Wir müssen mal ganz taktisch überlegen, was wir machen wollen. Gut, Mitstreiter verlässt uns. Der ist draufgegangen. Okay, nach unten würde ich sagen. Sehr gut, na komm. Kämpft die Männer. Ihr seid stark. Ich weiß das, ihr schafft das. Ist jetzt nicht das Klügste, mitten auf die Gegner loszulaufen, aber ja, da ist schon die Treppe. E5. Wenn ich mich richtig daran erinnern müsste, der, weil das auch immer größer wird hier, immer mehr Ebenenanzahl kriegt, müsste das jetzt wahrscheinlich schon E12 haben. Also E12 müsste sich dann wahrscheinlich Zapdos aufhalten. Sind halt nicht mehr die kleinsten Ebenen. Na komm, lasst euch nicht so leicht besiegen. Ich brauche euch oben auf dem Gipfel des Berges. Ist jetzt schade, dass wir Prof verloren haben. Aber den Modi, den brauche ich noch. Und mich brauche ich vor allem noch. Da bekomme ich, glaube ich, keine Belebersamen mit dabei. Das hätte ich Prof hier einfach beleben können. Es ist halt auch ungut für den Zapdos-Kampf. Aber gut. Es ging auch schon irgendwie hin. Vielleicht finden wir hier noch ein paar Beleber. Sammelbox. Ne, wir haben wirklich keine Beleber mehr. Das ist halt wirklich schade. Ein perfekter Apfel. Na komm, essen. Du brauchst mal wieder. Jo. Energie. Modi wird irgendwie nie hungrig. Das ist ganz anders als in der Realität. Na komm. Das ist halt nur bei Zwergi so, dass der hungrig wird. Entweder ernährt er sich selbst irgendwie von den Vorräten oder ich weiß nicht. Das ist halt nur bei mir so. Auf langen Reisen, da wird das wahrscheinlich auch so gern, dass ich da das Modi da auch irgendwie Probleme kriegt, aber das war jetzt eine Falle oder was? Wo ich reingelatscht bin. Nein, das war eine Falle. Das ist dann eine Falle. Oh nein. Verwirrt. Das war eine Falle. Modi halt durch. Ah, shit. Modi. Nein! Zwei Gegner auf einmal. Das kann nicht gut enden. Ich bin verwirrt, ich kann dir nicht helfen. Haltet durch. Sehr gut. Und ich bin nicht mehr verwirrt. Modif, heile dich beim Sprinten. Das ist auch ziemlich unlogisch. Im Sprinten sich heilen. Mehr Energie durchsprint. Bisher läuft es ja einigermaßen gut.
Eine E8. Wie überlebens. Na komm, vergiftet bin ich. Jo, eine Pfirsichbeere. Sehr gut, dass wir die mit dabei haben. Wird bei Zapdos jetzt nicht das Problem sein, da wird eher Paralyse das Problem sein, aber ja, haben wir uns ja dann gegen entschieden, das mitzunehmen. Weitergehen, E9. Okay. Kommen wir bald an. Solange wir es überleben. Zu dritt kämpfen ist schon einfacher. Jetzt zu zweit. Na komm, verfehlt. Wie geht denn das auch, Mann? Verfehlt. Na komm, Modi, greif doch mit an. Was machst du denn, Modi? Sehr gut. Tauboga möchte bilateral an beitreten. Jo. Sind wir schon zu viert. Das ist doch super. Den können wir sogar mit ins Team nehmen. Wenn wir den durchbringen. Da ist die Treppe. E10. Okay, wie ich gesagt habe, es gibt mehr Ebenen als 10. Wahrscheinlich 12. Das klingt für mich am logischsten. Na komm. Ist gut, dass wir auch Mitstreiter sammeln hier. Das Tauboga, das Nidoran. Dass wir nicht alleine gegen Zapdos kämpfen müssen. Sehr gut. Okay, hier runter, wo die Gegner sind. Ich bin heute ganz vorsichtig. Oh, oh, nein, 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 nein. Vorsicht, Leute. So. E11 ist es schon. Okay. Wir sind jetzt schon ziemlich weit oben. Bis zum Gipfel sollte nicht mehr viel fehlen. Oh, sieh mal, Zwergi. Ach, das ist eine Zwischenebene. Das ist ein Kangama-Statue. Sie ist sehr nützlich, da sie dir zu das Verwalten deiner Sammelbox ermöglicht. Ideal also, wenn du deine Items ein bisschen ordnen möchtest. Aber genug dazu. Wir sind gleich am Ziel. Jetzt nur noch, jetzt nicht nachlassen. Oh, Prof ist wieder da, oder was? Items lagern. Ja, den Samen könnten wir mal lagern. Luxusbox können wir nicht lagern, auch schade. Eisen. Items nehmen. Speichern kann man hier nicht, das ist ja schade. Konnte man früher sehr gut machen. Den Knuddelorb. Den nehmen wir mal mit. Schade, tut's nicht. Ja, Beleberbeeren haben wir jetzt hier jetzt nicht. Samen. Speichern können wir jetzt hier wirklich nicht, das ist ja wirklich schade. Lass uns unser Bestes geben. Bist jetzt wieder mit dabei, das wäre ja super, das wäre spitze. Na dann, möchtest du weitergehen? Jo. Donnerberggipfel E11. Auf dieser Ebene findet sich ein Kampf und weges Pokémon. Nein, danke. Aber da ist ein Gegner. Ah, Prof ist wieder mit dabei, das ist hervorragend. Das müssen wir hier nur irgendwie durchbringen. Pass mal besser auf ihn auf. Zu sechst kämpft sich's am besten. Oder zu fünft. Ich weiß gar nicht, wie viele wir sind. 1, 2, 3, 4, 5. Zu fünft. Zu sechst, wenn wir den hier mitnehmen. Kusilla. Okay. Apfel geben. Sehr gut. Sind wir schon zu sechst. Zu sechst kämpft sich's besser gegen Zapdos. 6 gegen 1. Muss doch möglich sein, wenn wir 19. Ja, das ist also, das ist schon nicht schlecht. Oha. Ich sehe gar nicht mehr, wo ich bin. Das ist schon, das ist auch ein bisschen nachteilig, wenn man den Überblick verliert. Levelaufstieg. Level ist gestiegen. Geowurf. Okay, Geowurf, das ist wirklich gut. Da würde ich mal Patronenhieb für fallen, zichten lassen.
So, Patronenhieb, sehr gut. Und weiter geht's. Na kommt, Leute. Noch nicht aufgeben. Ich habe ein schlechtes Gefühl, aber komm, lass uns danach gehen. Monsterräume wären jetzt ziemlich scheiße. Belebersamen müssten wir jetzt finden, das wäre ganz spitze. Oh Mann, wir haben ihn geweckt. Nicht meine Mitstreiter töten, die brauchen wir. Obwohl das auch mal gut wäre, wenn wir mehr Übersicht hätten. Beim Bosskampf. Ah, da ist die Leiter, die Treppe, die Tür. Na komm, Leute. E12 wird es wahrscheinlich nicht werden, aber E15 oder so, vermute ich mal. Weitergehen. Jo, ist halt schon ein bisschen höher. Ach, bei der Tür befindet er sich. Wo waren das gleich noch? Na komm, alle gegen einen. Da musste ich nicht mal mitkämpfen. Vielleicht da drüben. Nein. Suche die Treppe. Viele Gegner hier. Oh wei. Zwei Genöten. Alle ordentlich anstellen. Oh Mann. Das kann ja noch schief gehen. Wir haben nach wie vor keine Belebung. Nacheinander. Na komm. Wir kriegen euch trotzdem besiegt. Oh, Volten so will beitreten. Na super. Nehmen wir mit. Noch kein Camp. Da müssen wir das mal nutzen. Volten so wäre schon ein gutes Mitglied. Das können wir nehmen. Das war gerade so der klassische Fall. Vortenso greift an und der dreht sich um und ich stehe da. Du hast mich gerade angegriffen. Der haut ab. Noch mehr Gegner. Juhu. Es hat hier kein Zuckerflecken mehr. Ja, hast du richtig bemerkt. Heilung. Sehr gut. Sollten wir uns aufheben, aber ja, hilft ja nichts. Wenn wir nicht zum Ziel kommen, dann hilft es auch nichts, wenn wir uns die beste Heilung aufgehoben haben. Na komm, Leute, gemeinsam. Zack. Elektrifiziert, ich meine paralysiert. Ich dachte als Kind früher immer, das hieße paralysiert. Ja, früher hat man einige Sachen sehr falsch gedacht. Ah, da ist die Treppe. Ne, die nehmen wir uns jetzt nicht mit. Wir haben schon sehr viele. Wir sind schon 7. Sorry. Und helfen weitergehen. Oh, an der Spitze des Berges. Das hier ist der Gipfel. Hey, Zapdos, wo versteckst du dich? Wir sind hier, um Tingodes zu retten. Los, zeig dich. Oh wei. Den Donnergott herausgefordert. Ich habe euch erwartet. Ich werde keine Gnade zeigen. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst, hörst du? Zapdos, lass Tingo ist frei. Vor dir steht nämlich ein Retterteam. Ich höre große Entschlossenheit aus euren Worten. Doch jetzt werdet ihr zu spüren bekommen. Meine grenzlosen Zorn. Okay, jetzt geht's um die Wurst. Jetzt wird's hier. Ja, da haben wir unsere Kandidaten alle mit dabei. Taktisch denken. Jo, so zum Beispiel. Pflücker. Okay, Molly ist schon fast erledigt. Auf geht's, gut. Das wird wohl nix. Wir werden ja mal nicht sterben. Alle zusammen. Okay, Molly ist schon weg.
Hervorragend. Ja. Zum Glück bin ich noch da. In zweiter Linie. Es kann ja nichts werden. Alle Feuer drauf. Es hat halt ein paar KP. 23. Puha. Es kann nichts werden. Wir sind so am Arsch. Es sind zwar viele, aber viele gegen einen Starken. Ich weiß ja nicht. 36. Wir sehen vor allem keinen Energiebalken. Ich kann jetzt nicht wirklich effektiv angreifen, aber haben wir es geschafft? Gibt's ja nicht, glaube ich kaum. Wir haben es geschafft. Viele Leute machen auch den Brei. Oder wie das Sprichwort heißt. Viele Küche kochen den Brei oder so. Ja! Was geschieht hier? Duak, hast du noch nicht genug? Komm nur her. Beruhig dich mal. Genug. Der Kampf ist vorbei. Ich habe mich beruhigt. Ihr könnt Tengulust wieder mitnehmen. Ihr Kinder hat mich beeindruckt. Doch seht euch vor. Das nächste Mal werde ich euch nicht so leicht machen. Ihr werdet meine ganze Kraft zu spüren bekommen. Bis dahin solltet ihr an euren Fähigkeiten arbeiten und hart trainieren. Seht mal, da ist Tengulist. Geht es dir gut? Aua. Ja doch. Mehr oder weniger. Bin ich vielleicht froh, dass du wohl auf bist. Das war echt spektakulär. Diesem Zapdos habt ihr es echt gezeigt. Ganz meine Meinung. Du bist ganz schön stark für ein einfaches Glumander. Schon bei unserer ersten Begegnung habe ich etwas gespürt. Du bist kein Pokémon, nicht wahr? Wie kommst du denn darauf? Aber du hast recht. Zuge ist tatsächlich kein Pokémon. Zuge ist ein Mensch. Was? Ein Mensch? Aber das, was ist... Ist sowas überhaupt möglich? Er weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Er wacht eines Morgens auf und war ein Pokémon. Und obendrein hat er jede Erinnerung an seine Zeit als Mensch verloren. Oh, warte mal. Lombrero hat neulich auf dem Platz etwas dazu gesagt. Er meinte, Simsana wisse alles. Simsana, weißt du, warum Zwergi zu einem Pokémon wurde? Nein. Auch ich weiß es nicht. Oh, schade. Ich dachte, du könntest uns etwas dazu sagen. Wobei, halt, warte. Es gibt da einen Weg der Wahrheit, auf die Spur zu kommen. Echt jetzt? Und der wäre? Begebt euch zum Berg der Vorzeit. Dort lebt ein Pokémon, das den ganzen Tag gegen Sonne blickt. Es ist schon ganz erblindet. Es ist halt praktisch. Es sieht halt nichts. Es ist halt ganz blind. Ein Pokémon, von dem es heißt, es könnte die Zukunft sehen. Also es ist blind, aber es kann trotzdem die Zukunft sehen. Also ja, wenn man halt so im echten Leben nichts sehen kann, kann man wenigstens die Zukunft sehen. Xatu ist sein Name. Er sollte Licht in diese Angelegenheit bringen können. In Ordnung. Nichts wie auf zu Xatu. Zwecki, lass uns zum Berg der Vorzeit gehen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Kehren wir zur Basis zurück. Tengulist, kommst du? Wir müssen uns sputen. Ja. Ja, ich komme. Zwecki? Willst du dir etwa Wurzeln schlagen? Los, lass uns nach Hause gehen.
Simsa, ne? Ich kenne dich jetzt lange genug. Mein Gefühl sagt mir, dass du eben nicht ganz ehrlich zu ihnen warst. Du weißt etwas, nicht wahr? Es gibt da etwas, was mich beunruhigt. Aber das behalte ich vorerst für mich, um ihretwillen. Zwergi hat den Rettungsauftrag im Dungeon Donnerberg-Gipfel erfolgreich abgeschlossen. Innerhalb der Kiste Carbon. Das war ja sehr sinnvoll. Du hast die Items ans Kagama-Lager geschickt. Es gibt kein Camp, in dem sich dein Begleiter Nidoran niederlassen könnte. Als Dank dafür erhältst du 510 Punkte. Es gibt kein Camp, in dem sich dein Begleiter Taubuga niederlassen könnte. Oh, das ist tragisch. Es gibt kein Camp, in dem sich dein Begleiter Kusena niederlassen könnte. Es gibt kein Camp, in dem... Oh, Mann. Wir müssen da wirklich mal was tun. Das ist also wirklich... Wir müssen da wirklich mal zu Knullhof gehen und da mal ein paar Items, ein paar Camps kaufen. Das geht ja hier gar nicht. Das ist ja wirklich... Nur auf so ein Abenteuer gehen und da ein paar Mitstreiter mitnehmen. Das ist ja wirklich... zum Heulen, wenn wir die einen nicht mitnehmen können. Na dann. Dumm ich nach oben, sollte ich der Part gefallen haben. Ich weiß es nicht, ob ich werde das irgendwie zusammenschneiden. Haut rein. Ciao, ciao.